Ja, servus, schön, dass du dabei bist. In dem heutigen Video möchte ich dir gerne zeigen, wie du mit ganz kleinem Aufwand einen richtig, richtig leckeren, geilen Apfelkuchen machen kannst. Kennt ihr das? Man kommt von einer langen, langen ausgedehnten Wanderungen mit tollen Erlebnissen, mit kleinen oder großen Abenteuern zurück zu seinem Camper und hat richtig, richtig Lust auf einen richtig leckeren Apfelkuchen. Und genau deswegen zeige ich dir jetzt, wie ihr euch einen richtig leckeren Apfelkuchen genau nach so einer Situation, die ich gerade beschrieben habe, zubereiten könnt. Also, viel Spaß! Jetzt fragst du dich mit Sicherheit, welche Zutaten du brauchst, um diesen richtig, richtig leckeren Apfelkuchen zu backen. Wenn du mit dem Camper unterwegs bist, ja, dann bereitest du dir zu Hause schon mal so eine kleine Tüte hier vor. Packst du dir 75 Gramm Zucker, halbes Päckchen Vanillezucker, einen Teelöffel Backpulver und 125 Gramm Mehl. Ja, die nimmst du schon mal separat mit. Die machst du hier mit so einem Clips zu, komme ich gleich zu, warum. Und da packst du dir alles in so einem Gefrierbeutel. Dann packst du dir ein, drei kleine Äpfel oder drei mittlere Äpfel, wie du magst, zwei Eier, 75 Gramm Butter, die sollten aber Zimmertemperatur haben. Und eine Sache hätte ich fast vergessen, Zitronenaroma. Ja, die packst du dir auch noch ein. Die sollte halb voll sein, weil du brauchst auf jeden Fall ein halbes Fläschchen. Ich habe jetzt hier nur noch, ja, ein Drittel drin. Reicht aber auch aus in dem Fall, ja. So, wenn du das alles hast, dann bist du auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite, dass der Apfelkuchen noch was wird. Ja, natürlich können wir hier unsere Werkzeuge nicht außer Acht lassen. Ich habe hier so einen Schäler noch, den brauchen wir gleich. Dann habe ich hier ein Pitmesser und so einen, ja, so einen Latte Macchiato-Löffel. Und das wichtigste Werkzeug sowieso, was eigentlich in keinem Camper fehlen dürfte, Omni-Ofen, den hast du dabei. Und in dem Omnia-Ofen hast du eine Silikonform drin. Ganz wichtig, sonst hängt das nämlich alles da drin und dann kriegst du das nicht mehr raus und dann ist das total dreckig. Und da hast du ja auch gar keine Lust drauf. Jetzt kommen wir zur Zubereitung. Als erstes mal musst du jetzt alle Zutaten zusammenbringen. Butter rein. So. In diese Tüte bringst du die beiden Eier rein. Dieses kleine Fläschchen mit dem Zitronenaroma mit rein. Haben wir gemacht. Jetzt willst du ja einen Teig anmischen und dann machst du jetzt hier drin. Deswegen diese Tüte. Und dann machst du den mit dem Clips hier zu. Dann muss noch ein bisschen Luft raus. So. Jetzt kannst du dir hier den Teig anmischen. Guckst du, dass er schön alles verteilt ist. Kannst hier mit dem Daumen auch immer schön reingreifen, reingehen hier. Umso schöner ist das nachher am Ende vermischt. Guck mal, ist wieder viel Luft. Kannst du nochmal aufmachen. Drückst du noch ein bisschen raus. Aber mittlerweile hast du keine Luft mehr drin. Mittlerweile ist es echt alles hier teig. Jetzt machst du dir hier so eine Ecke frei. Vielleicht auch noch zu sagen, das Gute an dem Teig ist, du brauchst den Teig nicht gehen lassen. Ne? Den kannst du so, wie er ist, wie ihr ihn gleich bereit zubereitet hast, kannst du ihn so verarbeiten direkt. Jetzt sagst du alles gleich, schneid mir jetzt hier die Ecke raus. In dem Fall mache ich das mit dem Messer, das kannst du aber auch mit der Schere machen. Ist vielleicht sogar besser mit der Schere, ich habe es jetzt mit dem Messer gemacht, ist nicht so tragisch. Mit dem Verteilen, das machst du gleich. Erstmal füllst du den erstmal hier nur rein. Jetzt kommt hier unser Werkzeug zum Einsatz und zwar ist es dieser Löffel. Und mit diesem Löffel verteilst du den Teig jetzt hier gleichmäßig in der Form. So sieht das jetzt aus. Und jetzt schälst du dir die Äpfel. Wenn du magst, dann kannst du dir den Apfel auch in viereckige Stückchen schneiden und den dann im Prinzip da reinschmeißen. Was du zum Schluss natürlich auch noch machen kannst, wenn du magst, du kannst am Ende natürlich auch noch ein bisschen Zimt drüber streuen, wenn du magst. Jetzt hast du dir hier schön den Apfel klein geschnitten und jetzt fängst du an, den hier wunderschön zu belegen.
So, die kleinen Scheiben, die kannst du wunderbar noch hier als Lückenfüller benutzen. Ich würde sagen, dass das jetzt ausreicht mit den Äpfeln. Das Ganze lässt du jetzt 20 Minuten köcheln. 5 Minuten auf hoher Stufe und eine Viertelstunde danach auf kleiner Stufe. So lassen wir das jetzt hier mal brutzeln und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, das Ganze ist jetzt fertig. Oh, schlägt hier alles. So sieht das Ganze aus. So, der Kuchen ist fertig und der schmeckt richtig, richtig lecker. Und wir haben den noch verfeinert. Wir haben noch ein bisschen Zimt oben drauf gemacht. Natürlich Sahne drauf. Da musst du richtig knallen hier. Und Kaffee dabei. Dann kannst du dir richtig eine richtig geile Auszeit nehmen. Viel Spaß beim Nachmachen. Guten Hunger.